Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem etwas anderen Video auf meinem Kanal. Wie ihr sicher im Titel schon sehen könnt, geht es dieses Mal nicht um ein Trolling- oder Gameplay-Video, sondern um ein für mich persönlich etwas ernsteres Video. Doch vorab möchte ich noch sagen, alle Beleidigungen in diesem Video dienen als Stilmittel und zur Unterhaltung und sind auf keinen Fall ernst zu nehmen. Außerdem berufe ich mich auf das Zitatrecht in Deutschland gemäß § 51 Urheberrechtsgesetz. Die Quellen sind angegeben und stehen auch in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bevor jedoch die ganze Diskussion losgeht und ich anfange, irgendwas Schlechtes zu sagen, möchte ich mich erstmal von ganzem Herzen für den krassen Support bei euch bedanken. Es ist für mich nicht selbstverständlich, dass man, nur weil ich ein Video hochlade, es knapp 3, 4, 5, 6 bis 10, 15.000 Menschen angucken. Des Weiteren bin ich echt stolz auf euch, dass wir schon über 2.500 Abonnenten sind. Ich sag extra wir, weil das ist nicht mein Kanal, sondern wir gestalten den gemeinsam. Das wollte ich nur vorab gesagt haben. Ich habe euch alle ganz, ganz doll lieb. Nehmt dieses Video bitte trotzdem ernst, weil es ist mir sehr wichtig, liegt mir sehr am Herzen und es hat mich sehr viel Überwindung gekostet, euch das jetzt zu erzählen, was ich im Folgenden erzählen werde. Wenn man sich meinen YouTube-Kanal mal anguckt, sieht man hier zum Beispiel so die Zahlen, die ihr halt auch so sehen könnt. Ein paar Videos sind halt unsichtbar, das sind die Livestreams. Nur worauf ich hinaus möchte, ist die ganzen Trolling-Videos. Da sehe ich immens viele Hasskommentare, was ich einfach nicht verstehen kann. Da sind zum Beispiel Sachen drin wie, scheiß Faker, Huse und sowas. Und Leute, wenn ihr nicht lesen könnt, dann tut's mir leid für euch, aber nehmen wir doch zum Beispiel jetzt mal, ich griefe meinen Supporter. Wenn wir uns das mal angucken, dann sehen wir, kleiner Moment, es lädt da. In der Videobeschreibung steht, dieses Video dient nur zur Unterhaltung und repräsentiert keineswegs das Verhalten des Supporters während der Arbeit. Okay, habt ihr das soweit gecheckt? Das steht nicht nur hier drin, das steht auch bei sämtlichen anderen Videos drin. Wollte ich doch schon wieder schließen. Auch hier steht, geht auch auf, dieses Video dient zur Unterhaltung, bla bla. Das habe ich unter jedes Trolling-Video drunter geschrieben. Denn, und jetzt kommt der Part, der mich sehr viel Überwindung gekostet hat. Die Videos sind nicht so, wie ihr denkt, fake. Weil fake ist für mich was ganz anderes und ist auch von der Definition her was ganz anderes. Die Videos, die ich produziere, diese Trolling-Videos, sind gescriptet. Was das bedeutet, ist ganz easy. Ich spreche mit den Personen oder mit der Person in dem Video vorher bestimmte Sachen ab. Sprich, wenn wir zum Beispiel jetzt, was nehme ich mal als cooles Beispiel, das allerneueste Video, warum glaubt uns keiner? Das war in diesem Fall mit insgesamt 4 Personen, einschließlich mir. Wir können ja mal kurz reingucken, dann werdet ihr nämlich feststellen, ich mute das Ding mal kurz. So, ich spule mal ein bisschen vor. Das ist zum Beispiel einmal Leon, ein Supporter. Wenn mein Internet jetzt laden würde, könntet ihr auch weitere Sachen sehen. Genau so. Ne? Es hat ein anderer Account von ihm, das halt fürs Video so schön gemacht ist. Und mittendrin seht ihr dann gleich noch ein paar andere Leute. Das sind halt auch abgesprochene Diskussionen, die wir hier führen. Also es ist halt trotzdem improvisiert mit Bytec und mit X-Royce. Nichtsdestotrotz ist es kein Fake. Okay. Fake wäre es jetzt, wenn ich sagen würde, Leute, ich habe hier einen Server, kommt mal alle drauf, ihr kriegt OP. Oder zahlt 100 Euro und ihr bekommt OP. Und das dann nicht mache. Das wäre Fake und Betrug sogar. Oder wenn ich einen Schuh herstelle, da ein Adidas-Logo drauf klebe, drauf nähe, wie auch immer, und sage hier, der Schuh ist von Adidas und verkauft ihn für 100 Euro. Obwohl ich den gemacht habe. Das ist Fake, okay? Diese Videos sind abgesprochen. Steht in der Videobeschreibung, wie ihr es gesehen habt. Ihr könnt gerne alle Videos durchgucken, wo ich ein Trolling-Video habe. Das steht immer in der Videobeschreibung. Zwar in der letzten Zeile, aber laut YouTube-Richtlinien ist es erlaubt, dass es in der letzten Zeile steht. Okay? Ich kann es auch in die erste Zeile schreiben, aber ich habe nun mal mich dazu entschieden, es in die letzte Zeile zu schreiben. Wenn ihr das nicht mögt, da kann ich es auch ändern, in die erste Zeile schreiben, aber vom Inhalt ist es komplett gleich, okay? Es gibt auch andere YouTuber, ich blende euch hier gleich noch ein paar Sachen ein, die genauso Sachen faken, wie ihr sagt, als faken, es ist gescriptet, okay? Ich sag nur Paula, ja? Genauso wie andere Menschen, ich möchte jetzt nicht vorweg abgreifen oder Leuten zu viel hier schlecht reden oder so, das ist nicht meine Aufgabe, nicht meine Interpretation von den Sachen. Es ist nun mal einfach nur so, dass die Tatsache, dass ihr mir vorwerft, ich fake Videos, einfach schlichtweg nicht stimmt, okay? Schauen wir uns einfach mal ganz kurz andere YouTuber an.
Ich möchte mal ganz kurz vorab anmerken, ich möchte keinen kritisieren, keinen irgendwie schlecht reden oder sonstiges, nur lediglich meinen Standpunkt ein bisschen verdeutlichen, damit ihr auch versteht, was ich damit meine. Ich blende euch hier mal eine kleine Szene aus dem Video von dem lieben Fox ein, der mit der angeblichen Paula in Minecraft Sex hat, beziehungsweise Paula Sex in Minecraft haben will, wie der Titel suggestiert, könnt ihr aber auch einfach sehen. Paula! Opfer gibst du mir? Da, hörst du jetzt auf? Hörst du auf? Hörst du bitte auf? Junge, wenn du mich noch einmal raus musst aus dem Sexgespräch, dann gebe ich dir so richtig eine Pisser. Dann gibst du mir richtig ein. Ich hab grad 50 Euro fast verdient und wegen dir wieder nicht, Mann. Was soll das denn? Ja, das hast du verdient, Paula. Das hast du auch so verdient. Mann, lass mich doch mein Geld verdienen, ohne Scheiß. Das ist doch gar nicht deine Sache. Sowas zum Beispiel ist einfach nicht echt. Und wenn ihr das nicht versteht, dann tut es mir leid. Vielleicht möchtet ihr es auch nicht verstehen. Nur kann ich euch garantieren, dass diese Videos mit Paula nicht echt sind. Es gibt auch Statement-Videos, wo Paula erzählt, dass es nicht echt ist und sie dafür bezahlt wurde. Dann gibt es weitere Szenen von dem Kanal von SkyGuy, die blende ich euch jetzt mal ein und hört mal einfach hin, was sie da erzählt. Ich würde aber gerne mal deinen fetten Schwanz in meiner Pussy spüren, Alter, das wäre so geil. Und Fox, der Pisser, ist sowieso eine Eifersüchtig, dass wir richtig geilen Sex haben. Ich meine, überlegt euch mal, die Person SkyGuy ist volljährig, ja? Paula, hört man ganz klar, ist minderjährig. Und es gibt keinen, ich kenne keinen minderjährigen Menschen, der einfach so für ein YouTube-Video, also ich meine, sie weiß, dass sie aufgenommen wird. Okay, auch wenn da ein Stimmverzerrer hintersteckt. Trotzdem kann man das rückgängig machen und die Originalstimme hören, wie es auch in diversen Videos auf YouTube so ist. Kann mir kein Mensch erzählen, dass ihr nicht glaubt, dass ihr ernsthaft glaubt, dass das Video echt ist. Leute, so funktioniert YouTube nicht, okay? Es gibt keinen Menschen, der einfach so sagt, ah, oh, ich will deinen fetten Schwanz in meiner Pussy spielen. Leute, was ist los mit euch? Und dann mich anmeckern oder mich beleidigen sogar noch, weil ich in einigen Situationen sage, hier, das ist ein Trolling-Video und ähnliches, das aber sogar noch unten drunter schreibe. Und ihr könnt die Videobeschreibung von den Leuten abchecken. Hier steht nirgendwo drunter, dass es sich hierbei um ein Fake-Video handelt. Ja, es steht lediglich drunter, alles wurde aufgeklärt, die Einverständnis der Betroffenen lag vor, ich möchte in diesem Video niemanden diskriminieren, jegliche Beleidigung dienen nur als Stilmittel, um meinen Ausdruck zu unterstreichen. Leute, also, nee. Ihr könnt mich nicht beleidigen als Faker, aber SkyGuy und Fox und auch andere Menschen, die solche Videos machen, ApoRed und Co., sagen, dass das echt ist. Ich verstehe nicht, was los ist. Wie gesagt, ich möchte diese Person nicht kritisieren oder sonstiges. Ich berufe mich lediglich auf das Zitatrecht, ja? Die Quellen sind angegeben. Ich verstehe einfach nur nicht, wie man mich beleidigen kann, bei diesen Menschen aber davon ausgeht, dass es echt ist. Klar, es gibt Leute, die mich beleidigen als Faker und diese Person auch beleidigen. Klar, gar keine Frage. Nur gibt es wesentlich mehr Leute, die denen glauben, und bei mir denken, es ist fake. Ich kläre die Sache ja sogar immer wieder auf in der Videobeschreibung. Ja, dann checkt doch mal die Videobeschreibung aus, dann würdet ihr sehen, was da drin steht. Als kleinen Schnipsel blende ich euch nochmal ein Video von Destroys ein. Auch mit, wen wundert's, Paula. Paula! Fick mich. Oh, jetzt ficken sie mich. Guck mal, sie ficken mich. Guck mal, Destroys, guck mal, was sie machen mit mir. Oh mein Gott, das sind Kinder, Paula! Hör auf, lass uns in Ruhe eine Orgie haben! Lass uns in Ruhe eine Orgie! Nee, Paula. Gut, so, Leute, ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Fassen wir kurz zusammen. Diese Paula gibt ein Statement-Video ab. Ihr könnt das überall auf YouTube nachgucken. Das Video wurde mehrfach schon re-uploaded, weil es angeblich mal gestrikt wurde und doch nicht und was weiß ich. Jeder YouTuber, der irgendwas mit zu tun hat, nimmt mit Paula auf, um einfach Profit daraus zu schlagen. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja? Ich möchte lediglich meinen Standpunkt verteidigen, dass meine Videos nicht so dreist gefaked sind oder gescriptet sind wie solche andere Sachen. Und das scheint euch ja auch nicht zu interessieren, okay? Worauf ich einfach hinaus möchte ist, entspannt euch doch einfach mal. Wenn das sogar schon da drin steht oder vielleicht bei solchen Sachen im Vorhinein schon klar ist, dass es sich um ein nicht echtes Video handelt, dann guckt euch das an, wenn ihr das toll findet und gut ist. Wenn ihr es aber scheiße findet, dann macht es doch einfach aus. Oder schreibt halt als konstruktive Kritik in die Kommentare, was ihr schlecht fandet und nicht schlecht findet und wie auch immer.
wie die Person sich verbessern kann. Ihr möchtet doch auch auf meinem Kanal zum Beispiel Videos sehen und inhaltlich gute Videos sehen, die euch gefallen. Wie soll ich denn bitte wissen, was euch gefällt, wenn ihr drunter schreibt, Huso? Wie kann sich ein Mensch denn bitte verbessern, wenn man ihn einfach beleidigt? Meistens geht ihr nicht mal ein Like oder ein Dislike, sondern beleidigt einfach und das war's. Also sag, da kann kein Mensch mitarbeiten. Kein Mensch auf der Welt. Wenn du jetzt Hausaufgaben gemacht hast, in der Schule die korrigiert kriegst oder in der Klassenarbeit, dann machen wir eine Klassenarbeit. Du schreibst eine Klassenarbeit in der Schule und die Lehrerin gibt einfach eine 6. Ohne irgendwas korrigiert zu haben oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Einfach eine 6. Wie willst du dich dann verbessern können? Für irgendwas, du weißt nicht, was falsch gewesen ist, du siehst einfach die Note. Genauso ist es mit dem Beleidigen in den Kommentaren auch. Also hört doch einfach verdammt nochmal auf zu beleidigen und gebt konstruktive Kritik. Schreibt drunter, ich finde das scheiße, dass du in Citybuild Supporter trollst. Dann weiß ich, dass ihr es nicht cool findet und wir können vielleicht zusammen eine Idee ausarbeiten. Oder schreibt doch direkt drunter, ich finde scheiße, dass du Supporter trollst, besser wäre es, wenn. Zum Beispiel dieses YouTuber versus Zuschauer und so. Da war auch letztens ein süßer Kommentar, wo jemand von euch geschrieben hat, frag doch einfach mal Flo und Abge, ob du das Format auch bringen darfst. Da möchte ich kurz noch dran nachhaken, weil das fand ich ganz lustig. Die haben kein Patent dafür oder so. Die haben kein Markenrecht auf YouTuber versus Zuschauer, okay? Nur weil ich die beiden jetzt privat kenne, heißt das nicht, dass ich die nachfragen muss oder jemand anders auf der Welt die nachfragen muss. Das würde ja bedeuten, wenn ich jetzt irgendein Format auf YouTube bringe, was nur ich mache, also was ich jetzt damit angefangen habe, dass alle anderen YouTuber mich anfragen müssen, ob die das auch bringen dürfen. So funktioniert das nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen geklauten Sachen auf YouTube und einfach nachgemachten Sachen, ja? Was anderes ist das zum Beispiel, wenn ich einen Server erstelle mit einer Domain von unge.me oder so. Weil ich weiß, von Unge, von Simon, der hat einen geschützten Markennamen. Ungespielt ist ein geschützter Name. Das dürft ihr nicht einfach so verwenden. Das ist aber bei YouTuber vs. Z oder YouTuber vs. Zuschauer nicht der Fall. Genauso wie Formate von Revi, die sind nicht markenrechtlich geschützt. Wenn man die nachmacht, ist er vielleicht ein bisschen angepisst, weil das halt seine Arbeit war, das ist trotzdem Kreatives, was dahinter steckt. Ja? Das denken die sich ja aus, überlegen sich was dazu. Das ist ja auch Arbeit, die dahinter steckt. Und das ist mal blöd, wenn man das einfach eins zu eins kopiert. Das Ultratalent zum Beispiel, ja. Aber auch das Ultratalent hat Revi nicht erfunden. Das ist nur eine abgekupferte Sache von was anderem und ein etwas abgeändertes Konzept. Mehr ist das aber auch nicht. Das Format ist trotzdem geil und es machen viele nach, weil es halt immer funktioniert und läuft. Ist ja auch nicht schlimm. Aber trotzdem beleidigt ihr solche Menschen ja auch nicht und schreibt bei Revi und die Kommentare, ist von das Supertalent geklaut. Huso oder wie auch immer. Das schreibt da ja keiner drunter. Okay? Worauf ich letzten Endes einfach nur hinaus möchte, ist, ich bin jetzt offen und ehrlich zu euch gewesen und habe euch darauf hingewiesen, dass in der Videobeschreibung ganz unten steht, dass es sich bei Trolling-Videos um eine abgesprochene Sache handelt. Okay, dass es nur zur Unterhaltung dient. Das heißt, ich sage euch die Wahrheit über jedes Video. In den Videos, wo es nicht drunter steht, garantiere ich euch, dass das Video 1 zu 1 so auch in echt passiert ist. Wie zum Beispiel mit dem Video vom Rettungsdienst, wo ich euch erzählt habe, dass mir ein LKW vor den Rettungswagen gefahren ist und wir sehr stark bremsen mussten. Dann gibt es ein weiteres Thema noch, was ich ansprechen möchte, zum Thema Clickbait. Okay, also Clickbait hat der liebe Flo, Link ist unten in der Videobeschreibung, in einem Stream und auch schon im Video erzählt, was denn genau Clickbait ist. Und Clickbait finde ich überhaupt nicht schlimm. Sagt mir doch mal bitte ernsthaft und ehrlich, was ihr an Clickbait schlimm findet. Was ist denn für euch Clickbait? Clickbait ist doch einfach nur, wenn ich den Titel anreizend gestalte. Dass ihr den, wenn ihr den Titel zum Beispiel lest und das Thumbnail im besten Fall dazu seht, dass ihr denkt, ui, das muss ich mir jetzt angucken, das sieht interessant aus und klingt schon interessant vom Titel her. In dem Video bin ich wirklich fast gestorben, weil hätte das geknallt, wären wir schwerst verletzt gewesen und hätten dabei sterben können, okay? Es ist zu keiner Sekunde etwas Falsches im Titel gestanden. Oder im Video erzählt worden. Das war nun mal der Fall, dass wir fast gestorben wären. Punkt. Da gibt es keine Diskussion. Nur bei anderen Tatsachen, wenn ich in den Titel schreiben würde vom Video 10.000 Euro gewonnen oder 10.000 Euro Gewinnspiel und dann ins Thumbnail noch reinpacke, hier zig Dollar Scheine und Pfeile und so weiter und jetzt anklicke und ich im Video einfach erzähle, wie ich mir 10.000 Euro gedruckt habe.
oder so, keine Ahnung, oder nicht mal von 10.000 Euro, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, einfach von was ganz anderem erzähle, ist das falscher Clickbait. Und das ist für mich wirkliches Clickbaiting, weil ich einfach will, dass ihr auf den Titel klickt, obwohl da im Video nichts Spannendes passiert. Darum suggeriere ich euch über den Titel alleine schon, klickt dieses scheiß Video an, da ist was Spannendes drin, obwohl es gar nicht stimmt. Okay, ansonsten ist dieses Clickbaiting überhaupt nichts Schlimmes. Das mache ich selber, mal mehr, mal weniger, auch was die Thumbnails und so betrifft. Das machen andere YouTuber aber auch genauso. Das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Das finde ich völlig okay. Das ist völlig legitim, wenn man sowas macht. Man gibt sich ja Mühe dabei. Und du möchtest ja auch zum Beispiel, wenn du unterwegs bist und keine Ahnung, in die Disco gehst. Ich weiß nicht, einige von euch gehen vielleicht schon feiern, andere noch nicht. Oder machen sich für die Schule morgens schick, die Mädels zum Beispiel. Dann ist es zwar kein Clickbait in dem Sinne, aber die wollen sich auch ein bisschen zeigen. Und guck mal, ich habe mich schick gemacht und so. Das macht mir auch nicht einfach so aus Langeweile. Sondern weil man halt zeigen möchte, guck mal, das bin ich. Das ist doch cool. Das ist doch auch nicht schlimm. Das ist doch menschlich, dass wenn man ein Projekt macht, dass man das cool bewerben möchte. Entweder sich selbst oder irgendwas anderes. Also gebt doch mal einen Fakt drauf, ob das jetzt so extrem schlimm ist für euch oder nicht. Wenn ihr es schlimm findet, klickt es doch nicht an. Aber ihr klickt es ja trotzdem an. Also, ja, okay. Ich möchte jetzt auch nicht weiter irgendwie rummeckern oder weiter irgendwelche Fakten aufzählen über andere YouTuber oder über mich oder so. Es ging mir einfach kurz darum, dass ich das nochmal loswerden wollte mit meinen Videos und alles andere ist mir völlig egal. Ich wollte das mit Paula nur nochmal zeigen, weil mir das erst vor ein paar Tagen bewusst geworden ist nochmal und ich dabei gequatscht habe mit den Leuten. Und es ist halt alles, YouTube heutzutage ist nicht mehr so cool wie früher. Es gab früher richtig coole Videos, heutzutage gibt es immer noch richtig, richtig, richtig krasse YouTuber. Zum Beispiel Julian Bam bin ich ein riesen Fan von. Es ist einfach geil, was der macht. Da gibt es auch mal negative Schlagzeilen drüber, ist aber auch völlig irrelevant. Kein Mensch ist perfekt, ich bin nicht perfekt, du bist nicht perfekt. Kein Mensch auf dieser Welt ist perfekt. Nenne mir einen Menschen, der in seinem gesamten Leben noch nichts falsch gemacht hat. Kannst du nicht? Siehst du, es gibt keinen Menschen, der noch nichts falsch gemacht hat. Ganz einfach. Und selbst wenn es so eine Kleinigkeit war, kein Mensch ist perfekt. Okay? Also lasst uns doch einfach gemeinsam einen schönen Kanal formen. Gebt mir in diesem Video, in den Kommentaren doch einfach nette Vorschläge, was ihr gerne sehen möchtet. Ob ihr Bock habt auf zum Beispiel YouTuber vs. Zuschauer, in Bad Wars ähnlichem, wie auch immer. Ob ihr Bock habt, dass wir was zusammen bauen oder streamen oder einfach nur im TS irgendwas gemeinsam machen oder so. Auf anderen Servern was zocken, wie auch immer. Ob ihr was ganz anderes sehen wollt, vielleicht kein Minecraft mehr, sondern irgendwas, GTA oder so. Schlagt es doch einfach mal vor in den Kommentaren, was ihr sehen möchtet. Und dann können wir das zusammen ausarbeiten. Vielleicht machen wir auch ein Community-Projekt zusammen irgendwas. Bei irgendwelchen Spielen, whatever. Ich bin ja für alles offen, sofern mir das auch Spaß macht. Ich mache das, was mir Spaß macht. Okay, vielleicht weiß ich noch nicht, dass mir das und das Spaß macht. Dann teste ich es aus und wenn ich merke, oh, das ist cool, das können wir zusammen machen, dann machen wir das. Aber ohne, dass ihr mir was vorschlagt, habt ihr nicht das Recht, mich zu kritisieren, dass meine Videos scheiße sind, okay? Vielleicht gefallen sie euch persönlich nicht. Aber dann schlagt es gefälligst in den Kommentaren vor, was ich besser machen kann. Und dann kann ich das ändern, ohne irgendwelche Kritik, die ich auch schätzen kann, kann ich mich nun mal nicht verändern. Das ist nun mal so, das wird dir genauso gehen wie allen anderen auch. Okay? So, das soll es mit diesem Bäcker-Video gewesen sein. Ich habe das Statement hiermit abgegeben. Dieses Video ist nicht monetarisiert, nur so für euch zur Info, weil das einfach nur ein Faktending ist, was ich unbedingt loswerden wollte. Ansonsten gibt es morgen oder Mittwoch ein Gameplay-Video, vorausgesetzt, ihr schreibt ein cooles Kommentar mit irgendwas, was ich spielen soll oder was wir zusammen spielen oder streamen, whatever. Dann gibt es ein Video. Ich freue mich schon auf die vielen netten Kommentare. Sollte es Hate-Kommentare geben, seid mir nicht böse, lösche ich sofort. Habe ich nämlich nach diesem Video keinen Bock mehr drauf, darauf einzugehen. Das heißt nicht, dass ich die schlecht bewerteten Kommentare nicht lese und auch nicht beantworte. Wenn das wirklich gute Kritik ist, mit der ich arbeiten kann, gehe ich auch drauf ein und wir können da gerne drüber diskutieren. Ansonsten nicht. Gut, dann ist es hiermit beendet, das ganze Gesprächsgelaber über schlechte Sachen. Ich möchte mich nochmal recht herzlich bei allen Leuten bedanken, die mich immer aktiv gucken, mich unterstützen, mich im Stream supporten, mich auf dem Server supporten.
Das ist mega krass, der Support. Ich finde es echt richtig, richtig, richtig nice von euch. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und solltest du bis hierhin geguckt haben, schreib doch bitte mal in die Kommentare Hashtag Ende. Dann weiß ich, dass es Leute gibt, die auch bis hierhin geguckt haben. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.